Bernie on Tour meldet sich aus Donauwörth. Hier bin ich wieder. Übernachtet im Hotel Ried. Sehr schön wieder. Gut gegessen, Weinchen getrunken. Und jetzt kommt die zweite Etappe von Donauwörth bis nach Passau. Das Wetter wollte noch nicht so richtig heute Morgen. Es hat geschüttet. Aber es kann noch werden. Auf geht's heute nach Ingolstadt. So, jetzt bin ich hier in Neuburg. Zwischenstopp auf der Strecke von Donauwörth nach Ingolstadt. Das sieht ja gar nicht schlecht aus hier. Das Wetter hat sich auch so langsam hingekriegt. Nur noch dicke Wolken. Aber eine Fahrt wie im Bergischen Land. Bergauf, bergab. Und weiter geht's. So, nun bin ich hier in Ingolstadt. Gestern Abend hat es doch noch mal wieder geschüttet. Und heute Morgen strahlt die Sonne wunderbar. Nächste Etappe geht jetzt nach Kelheim. Gestern Abend in einem bayerischen Wirtshaus Achse und Bier. Wunderbar. Bis später. Auf dem Weg von Ingolstadt nach Kelheim mal wieder die Donau überqueren. Herrlichstes Wetter, wunderbar zu fahren. Und hier ist sie, die Donau. Im Hintergrund irgendein Kraftwerk. Und weiter geht's. So, gleich bin ich in Weltenburg. Langsam wird es hier hügelig. Dort werde ich dann auf eine Fähre gehen und die letzten 3 Kilometer durch eine Flussenge fahren. Es ist wunderschön hier. Von hier aus geht's jetzt mit der Fähre nach Kelheim. Hier kann ich somit diese Berge umfahren. Die Alternative geht nur hier drüber. Und da kommt ja schon die Fähre. Auf geht's zur Kreuzfahrt nach Kelheim. Das ist schon ein toller Fels. Ist die tiefste Stelle der Donau mit 20 Metern. So, jetzt kommt die Kultur in Kelheim. Hier ist die Befreiungshalle. 1860 circa eingeweiht vom König von Bayern. Ein gewaltiges Bauwerk. So, jetzt bin ich schon etwas näher dran. Für die deutschen Freiheitskämpfer
gestiftet von Ludwig dem I., König von Bayern. Da steht's. Und jetzt geht's mal ganz nach oben. Schauen wir mal. So, von hier oben sieht man noch sehr schön die Donau. Durch diese Enge bin ich gekommen, eben mit dem Schiff. So, von hier oben hat man einen sehr schönen Blick von diesem Rundgang auf das Innere der Halle. Eine Reihe Engelchen. Wo findet man sowas noch? Jedenfalls ist diese Halle hier gigantisch. Toll. Hier bin ich nun in der Altstadt von Kelheim. Die macht auch einen sehr schönen Eindruck. Am Ende hier ist eins der drei Stadttore. Hier die Kirche. So, nun bin ich in Regensburg gelandet. Nach einer wunderschönen Fahrradtour an der Donau entlang von Kelheim hier nach Regensburg. Hier im Hintergrund der Dom. Schaue ich mir jetzt mal hier die Altstadt an. Und natürlich auch den Dom. Da schaue ich mal. So, jetzt bin ich hier am Dom angelangt. Es ist ja schon ein dolles Bauwerk. Hoch, höher, am höchsten in dem blauen Licht von Regensburg. Bitte nicht. Und nochmal ein Blick in die Altstadt. Und jetzt schaue ich mir den mal von innen an. Jetzt bin ich hier im Inneren des Doms. Naja. Da habe ich schon mal prunkvoller gesehen. Das ist der Blick jetzt von ganz vorne. Und hier eine Riesenorgel. Da würde es sich wahrscheinlich lohnen, ein Orgelkonzert zu hören. Ich bin jetzt hier auf der steinernen Brücke in Regensburg. Hier haben wir ein Stadttor, wieder mit dem Dom, den Domspitzen im Rücken.
die Donau. Und die Sonne lacht. Auf dem Weg von Regensburg nach Straubing bin ich jetzt hier an der Walhalla vorbeigekommen und hochgeklettert. Hier hat Ludwig der Erste ein Monument errichten lassen für die deutsche Einheit. Naja, dann schauen wir mal drin. ...1848 wurde diese Halle hier von Ludwig dem Ersten eingeweiht. Dieses Monument für das deutsche Volk. Eine tolle Halle. Und hier an den Wänden sind die Zeitzeugen von damals verewigt. So, jetzt bin ich hier in Straubing angekommen und hier ist Volksfest. Ein Riesenspektakel. Das wird gleich mein Festzelt sein. Hier bin ich nun am historischen Marktplatz von Straubing. Hier findet das Stadtleben statt. Sieht jedenfalls alles sehr gut aus. Schöne, alte, gepflegte Häuser. Fünf Kilometer noch bis Passau. Hier die letzte Donauschleuse vor Passau. Die Sonne hat die ganze Zeit gestrahlt. Und hier geht's jetzt Richtung Passau. Das war jetzt der letzte Kurzstopp. Gleich bin ich am Ziel. So, nach gut 20 Stunden effektiver Fahrzeit habe ich die Strecke Donauwörth-Passau geschafft. Jetzt bin ich hier wieder am Ufer in Passau. Hier liegen die Flusskreuzfahrtschiffe. Man könnte also jetzt sofort weiterfahren, ab nach Wien, Budapest, Belgrad, Schwarzes Meer. Schon ein gewohntes Bild. Hier bin ich jetzt zum dritten Mal. Und werde wiederkommen, wenn ich den Inn von Innsbruck nach Passau gefahren habe. Das Wetter war heute vom Feinsten. Und ich freue mich, dass ich das Ziel gut erreicht habe. Bis dann, Bernie on Tour.